Ihr habt gewonnen gegen die favorisierten Deutschen Ludwig Walkenhorst. Gestern hast du schon gesagt, ab dem Achtelfinale ist alles nur noch Zugabe. Jetzt direkt schnell angefangen und schnell geführt. Wie war das aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir waren von Anfang an sehr ruhig. Wir wussten, wenn wir unser Ding durchspielen und so spielen wie gestern, dann liegt viel drin. Und wir wussten aber auch sicher, dass viel Gegenwehr kommen wird. Grazie. Und für uns war einfach wichtig, dass wir Spaß hatten. Wir wollten es genießen. Ja, ich denke, wir hatten sicher, für uns war es etwas einfacher, weil von uns hat niemand mehr was erwartet hat. Ja. Ja, es ist absolut crazy. Ich weiß wirklich nicht, was sagen. Im zweiten Satz war es dann Ludwig Walkenhorst wieder ein bisschen vorne. Und da denkt man dann auch, man nimmt das vom ersten Satz mit? Oder wie habt ihr da wieder den Hebel umlegen können? Ich denke, wir haben sehr gut Block-Defense gespielt. Ich hatte sie im Block, hatte ich ein gutes Gefühl. Und ja, ich denke, auch mit der Defense hat die Taktik sehr gut funktioniert. Wir haben uns gut abgesprochen. Ja, wir hatten sehr viele Breaks und deshalb war es auch möglich, dem hohen Druck von ihrem Service auch standzuhalten, weil ja, sie haben halt ein sehr gutes Service-Verteidigungssystem. Also, ja. Und euer einer Trainer, der Florian Kahl, ist gestern heimgefahren. Er hat mir nochmal geschrieben, er findet es Wahnsinn. Er wusste, dass ihr es könnt und dass ihr es jetzt so durchsteht, Hut ab. Ich denke, der ärgert sich jetzt daheim, aber Christoph ist noch da, sodass ihr auch fürs Finale optimal eingestellt werdet noch. Ja, ich weiß wirklich nicht, was sagen. Christoph, Loki und auch Sebi, der dritte Coach, Lothar, unser Mentalcoach, es haben alle so viel Anteil an diesem Erfolg. Es ist nicht mehr einfach mit Tanja und mir. Es ist mega schön. Und ja, ich danke auch allen, die uns bis hierher gebracht haben und uns immer unterstützen und an uns glauben, auch wenn es manchmal nicht so läuft, immer an uns glauben. Und das ist sehr schön, ein solches Umfeld zu haben. Okay, dann gute Abkühlung und viel Erfolg für das Finale. Danke dir.